Heute geht es darum, wie du 7 Schritte nur gehen brauchst, um heute oder spätestens morgen dein eigenes Online-Business zu haben und auf die Art und Weise dann schon auch deine ersten Kunden idealerweise. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann bleibst du dran. Hi, mein Name ist Manuel Gonzalez und ich bin dafür da, dir zu zeigen, wie du deine Leidenschaft findest, wie du sie in ein Geschäft verwandelst, wie du davon finanziell frei wirst, den Vermögen aufbaust und wie du dann dein Leben und dein Business nach deinen eigenen Regeln gestaltest, so dass du ein zufriedenes und glückliches Leben führst auch. Wir haben gleichzeitig einen Livestream hier auf Facebook und einen Livestream auf Instagram auch, weswegen ich ab und zu mal darüber gucken werde. Und eigentlich haben wir versucht, dieses Video hier gar nicht als Video zu machen. Deswegen ist das so ein bisschen improvisiert gerade. Von der Qualität her hoffe ich auch, dass es funktioniert. Aber weil das mit dem Livestream schiefgegangen ist, da gab es ein paar technische Schwierigkeiten, haben wir uns dazu entschlossen, stattdessen nehmen wir jetzt einfach noch dieses Video auf, einfach damit ihr das definitiv auf YouTube auch bekommt. Gut, übrigens, wenn das Thema für dich interessant ist, dann klick auf Abonnieren und auf die kleine Glocke und dann verpasst du keines der Videos mehr. Die kommen nämlich immer montags, mittwochs und Freitags. Sehr gut, Martina. Martina ist nämlich hier mit mir im Office gerade. Wie ihr schon sehen könnt, wie du schon sehen könntest, wer den Kanal schon länger verfolgt, wir sind in einem neuen Office. Wir haben jetzt 2 Offices in Düsseldorf und 1 in Berlin und haben uns jetzt hier eben nochmal ein bisschen was Schöneres über den Wolken geholt. Es sieht auch, wenn es nicht gerade so regnet wie gerade, sieht es auch echt noch schöner aus. Und wir machen auch irgendwann nochmal eine kleine Office-Tour. Jetzt würde ich aber gerne einfach wirklich über das Thema sprechen. Deswegen, du bei YouTube kannst mir gerne deine Fragen unter das Video in die Kommentare schreiben. Alle anderen haben die Möglichkeit, das hier sogar live noch zu beeinflussen über die Kommentare. Martina, schreib auch die Kommentare mit. Wenn ich sie nicht direkt beantworten kann, beantworte ich sie im nächsten Schritt. Also 7 Schritte. Der erste Schritt überhaupt. Und Leute, das ist... Die allermeisten Leute, die haben eine Geschäftsidee und denken, oh yeah, ich habe jetzt die krasseste Idee. Ich verkaufe jetzt Handschuhe in Russland. Aber das Problem ist, die haben nur eine Idee. Die haben keine Ahnung, die haben keinen Plan, die haben nur eine Idee. Und von der Idee ist noch niemand wirklich erfolgreich geworden. Logischerweise ist die Idee selbst wertlos. Das, was du brauchst, ist, dass du deine Idee umsetzt, dass du sie gut umsetzt, dass du sie sauber umsetzt. Und wenn ich eine Idee habe, dann renne ich rum und erzähle allen Leuten von der Idee, weil es bringt überhaupt nichts, wenn ich meine Idee für mich selber behalte, sondern es läuft dann, ganz besonders dann gut, wenn ich mit Leuten rede und ihnen meine Idee sage. Und der Grund dafür ist, dass es nicht auf die Idee ankommt, sondern es kommt auf die Umsetzung an. Und wenn ich jetzt einem Menschen eine Idee erzähle, die ich habe, dann wird der meine Idee niemals so gut umsetzen können, wie ich selber. Weil ich natürlich aus einem ganz anderen Aspekt heraus spreche. Wenn ich jetzt davon erzähle, dass man irgendwelche Dinge verkaufen muss am Telefon oder sowas, und dann ist ja vielleicht gar keiner, der am Telefon das verkaufen will oder so. Deswegen, bitte macht euch keine Gedanken. Und vor allem, denkt eure Idee zu Ende. Ein wirklich, wirklich, wirklich wichtiger Punkt, den gefühlt jeder immer vergisst, ist einfach die Frage, wer ist mein Kunde? Und mein Kunde ist nicht irgendwie jemand zwischen 20 und 80, sondern mein Kunde ist ein 28-jähriger, blonder, Harald aus Duisburg, der gerne 5 Kilo abnehmen will oder was auch immer. Aber ich muss das ganz genau machen. Und da ist meine Fragestellung, wer ist mein Kunde? Wer ist der jetzt gerade in der Situation? Wie kannst du den beschreiben, sodass du den wirklich so genau beschreibst, als würdest du den persönlich kennen, als würde er neben dir sitzen. So wie ich Martina beschreiben kann, mit ihren dunklen Haaren, dass sie eine Brille hat, dass sie hier bei Facebook beim Livestream eben gerade sich drum kümmert. So wie ich einfach genau weiß, wer dieser Mensch ist. So musst du deinen Harald, deinen Kunden kennen. Und wenn du das weißt, dann weißt du auch, was sein Problem ist. Und sein Problem ist nicht, naja, der findet allgemein Sport cool, sondern sein Problem ist, der muss 5 Kilo abnehmen, weil er ungesund ist. Oder 10 oder 20. Ja? Und auf die Art und Weise, dass du sein Problem so genau analysierst, kannst du auch viel besser ihn abholen. Und dann, was du machst, ist nicht, dass du einfach sagst, ja, der möchte gerne 5 Kilo abnehmen, sondern er möchte 5 Kilo abnehmen, weil er in seiner Taekwondo-Schule die ganze Zeit gehänselt wird dafür, dass der Bauch über die Hose quillt. Und der lebt mega gesund und möchte jetzt die letzten 5 Kilo noch abnehmen oder was auch immer. Aber das muss man sehr, sehr, sehr genau machen. Also, was ist sein Problem? Und dann kommt der nächste Schritt und die Frage, die vergessen die allermeisten Leute, auch schlichtweg. Und das ist, wie sieht sein Zielzustand aus, konkret, eine Situation. Ja, der Harald steht auf der Waage und sagt, ach, guck, 5 Kilo weg. Und auf die Art und Weise kannst du ziemlich genau beschreiben, ja, er passt wieder in eine Hose rein, er hat eine Frau kennengelernt, die sagt, du hast aber ein tolles Sixpack oder was auch immer es ist. Und so können wir sicherstellen, dass wir wissen, mit wem arbeiten wir,
wo holen wir den ab, was ist sein Problem und wo führen wir den hin, was ist sein Zielzustand. Das funktioniert, wenn ich Uber bin, ich hole Leute ab, die mobil sein wollen von A nach B, wenn ich Geld bezahlen wollen. Das funktioniert, wenn ich Fitnesscoach bin, das funktioniert, wenn ich eine Agentur bin, ich baue für Leute Sachen auf, Marketing-Sachen auf oder sowas. Das funktioniert schlichtweg immer. Wer ist mein Kunde? Was ist sein Problem und wie ist der Zielzustand und wie wird dieser Zielzustand erreicht? Und dann komme ich zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt, das ist die Kundengewinnung zu durchdenken. Und die meisten Leute checken gar nicht, dass das Geschäft zu haben, Martina, ein Geschäft zu haben, bedeutet, ein Geschäft oder Geschäfte abzuwickeln. Was ist ein Geschäft? Ein Geschäft ist ein Austausch, ist ein Handel. Du kommst zu mir, gibst mir eine Melone, dafür gebe ich dir 3 Orangen, wir haben ein Geschäft gemacht. So, wenn jetzt einer sagt, ich mache ein Business, Business ist der englische Begriff für Geschäft, ja, für Unternehmen. Was ich mache am Ende des Tages, oh mein Gott, die Leute denken, ich muss dieses Logo, diese Website, krasse Anmeldung hin und her. Bullshit. Du musst dafür sorgen, dass dir einer was gibt, dafür, dass er was kriegt. Und im Geschäft willst du Geld und du gibst eine Leistung oder ein Produkt. Also, was du machst, ist, du überlegst dir, wie kannst du Kunden gewinnen? Wie kannst du es schaffen, dass jemand auf dich aufmerksam wird? Wie kannst du es schaffen, dass jemand, der auf dich aufmerksam geworden ist, dir seine Zeit schenkt, ja, Interesse entwickelt und wie der dann ins Handeln kommt? AIDA, AIDA-Formel, uralt und so simpel, wenn wir das Leuten beibringen, dann platzt denen der Kopf, weil es so awesome ist. Aber es ist so simpel, dass wir es alle verstehen. AIDA, erst die Aufmerksamkeit bekommen, dann das Interesse wecken und dann das Desire, wie sagt man im Deutschen in der AIDA-Formel, das Desire einfach, ja, also das Bedürfnis wecken und am Ende dann Action, ja, also der muss irgendwie handeln. Der sieht eine Werbeanzeige, der findet das Thema interessant, der möchte die Lösung für sein Problem haben, was über die Werbeanzeige versprochen wird, klickt drauf und kauft. Boom! AIDA-Formel. Viel zu simpel. Das Problem ist, die Leute checken nicht, dass genau das der Punkt ist, warum man erfolgreich ist, nämlich man bekommt Kunden oder nicht. Alles andere ist irrelevant. Willst du ein geiles Logo haben, holst du dir 10 Kunden, hast genug Geld, um einen geilen Designer zu bezahlen, der dir ein geiles Logo macht. Willst du ein fucking Fernsehstar werden, berühmt werden, dann holst du dir einfach 10.000 Kunden, die dir alle 100 Euro zahlen, dann hast du gerade 1 Million gemacht und dann kannst du auf die Art und Weise Geld ausgeben, um Fernsehwerbung zu haben. Du kannst hier in Fernsehsendungen einkaufen, kannst mit YouTubern zusammenarbeiten, was auch immer. Wenn du, egal was du dir kaufst, willst. Du brauchst Kunden und dann kaufst du dir das Geld, kaufst du dir die Sachen von dem Geld, was die Kunden dir bezahlen. Und wenn du das gecheckt hast, dass ein Business, ein Online-Business, Offline-Business, egal was, einfach nur bedeutet, anzubieten, etwas auszutauschen und dass das Menschen wirklich annehmen, dann gewinnst du Kunden. Und Kunden zu gewinnen, das bedeutet, ein Business zu haben. Keine Kunden zu gewinnen bedeutet, egal wie viele Logos oder Websites oder Ideen oder Mitarbeiter du hast, wenn du keine Kunden hast, hast du kein Geschäft. Fokus. Voller Fokus, Kunden gewinnen. Voller Fokus. Da gibt es 2 Möglichkeiten, die wir gelernt haben, die sehr einfach sind. Eine Möglichkeit ist Expertenbusiness und hohe Preise. Ja, also wir sagen gern, da gibt es so eine Pyramide, die Wertigkeitspyramide. Die beginnt unten mit einer Anleitung, also ein Buch oder ein PDF oder ein Videokurs. Sowas kann ich für ein paar Dutzend oder ein paar hundert Euro verkaufen. Dann eine Anleitung mit Hilfestellung dazu, das heißt ein Coaching oder dass ich in irgendeiner Form diese Person unterstütze. Das ist dann etwas, was ich noch teurer anbieten kann, also mehrere hundert bis mehrere tausend Euro. Und dann der Done-for-You-Service, also der Kunde muss gar nichts mehr selber machen, sondern wir übernehmen das komplett für ihn und der kostet dann mehrere tausend Euro. Und egal, ob ich jetzt Uber bin und als Uber dann im Jahr den halt jeden Tag 2-mal irgendwie zur Arbeit und zurückfahre und dann im Jahr von dem 2.000 Euro bekomme dafür, dass ich es dann für you mache, nämlich den zur Arbeit fahre und wieder zurück, oder ob ich ein Coach bin und jemandem eine Anleitung gebe, diese Pyramide gilt immer. Deswegen, das ist eben der entscheidende Punkt. Versuch, hohe Preise zu nehmen und dich Premium zu positionieren. Versuch nicht, der Nächste zu sein, der günstiger ist, sondern versuch, teurer zu sein. Na klar werden viele Leute sagen, das kann ich mir nicht leisten. Aber du willst ja gar nicht mit jedem arbeiten, sondern du willst mit deinem perfekten Kunden arbeiten und der hat das Geld, um dich zu bezahlen. Und wenn du ihm eine Sache anbietest, wenn du sagen wir mal Friseur bist, dann bietest du ihm nicht an, dass du ihm für eine Stunde die Haare schneidest für 25 Euro, sondern du bietest ihm an, dass du ein Jahr lang dich um seine Haare kümmerst, einmal im Monat mit ihm Styling machst, die Haare schneidest, dies und das, und das kostet über das gesamte Jahr verteilt 395 Euro und du brauchst halt jedes Mal nur eine Stunde und machst halt irgendwie 10 mal 25 Euro hättest du gemacht oder 400 Euro, weil du ein Jahrespaket verkaufst. Du musst also Pakete verkaufen und zwar für teuer und dann hast du eine Komplettlösung für den Kunden.
Oder du machst Dropshipping. Das ist die zweite Sache, die wir gelernt haben, die einfach ist, die man machen kann. Dropshipping ist eine Lösung, wo man es schafft, Produkte über das Internet zu verkaufen, mit denen man selber nichts zu tun hat. Das heißt, man importiert die Produkte aus China von dem eigenen Händler direkt zum Kunden. Der Kunde kauft auf deiner Website, bezahlt auf deiner Website, du kriegst das Geld von deinem Geld, dann kaufst du das Produkt in Asien und der Händler in Asien, der schickt es direkt zu deinem Kunden, sodass du es nie lagern musst, nie Geld vorschießen musst, gar nichts. Das ist auch eines der einfachsten Geschäftsmodelle, das ist vielleicht das einfachste Geschäftsmodell, was wir gefunden haben, was es gibt momentan. Und dann, wenn du das machst, einfach hier, egal was du machst, abonniere erstmal den Kanal. Klick mal hier unter diesen Videos oder wenn du bei Instagram oder Facebook bist, klickst du mal auf Abonnieren und lässt mir mal einen Daumen hoch da, wenn du wissen möchtest, wenn du mehr Anleitungen dazu möchtest, wenn du mehr sehen möchtest, wie wir das machen, so dass du das für dich selber auch anwenden kannst. Erstmal Daumen hoch da lassen und bitte sofort abonnieren. Wenn du ein Business hast, egal ob es Dropshipping, Experten, Business Agentur, egal was es ist, dann hast du nur noch eine Aufgabe. Das ist Kundengewinn. Das ist nicht ein schönes Logo zu haben, Gewerbe anzumelden, eine GmbH zu gründen, das ist alles Bullshit. Das Einzige, was du brauchst, ist Kunden. Also fokussierst du dich mit allen Mitteln, die du hast, darauf, Kunden zu gewinnen. Und dann 90% der Unternehmen scheitern nicht, weil sie keine geile Idee haben, sondern weil sie einfach keine Kunden gewinnen, weil sie zu viel damit beschäftigt sind, eine neue Website für 10.000 Euro zu bauen, statt 10.000 Euro in Werbung zu finanzieren, die ihnen dann Kunden bringt auch tatsächlich. Der dritte Schritt? Website bauen. Und bitte nicht eine Website mit 500 verschiedenen Sachen, die man anklicken kann. Eine Website ist, hallo, ich bin der Hans und du kriegst von mir XY-Ergebnis innerhalb von ABC-Zeit. Das ist die Überschrift, dann scrollt da runter, du zeigst ein paar Beweise, dass das, was du sagst, funktioniert und am Ende des Tages, am Ende der Website, da meldest du dich an und am Ende des Tages hast du dadurch einen Kunden gewonnen. Du musst nicht drumherum noch Blog und Mob und Ease und überhaupt, sondern einfach eine fucking Website, wo einfach nur dein Name draufsteht, eine Überschrift mit einem Versprechen und unten drunter kann er sich bei dir melden. Und dann telefonierst du mit dem, bietest dem was an am Telefon, du hilfst dem gratis und du hilfst den Leuten so lange gratis, bis sie sagen, ich finde dich so geil, bei dir kaufe ich was. Und dann, ganz easy, brauchst du nur ein, zwei Kunden im Monat gewinnen, die dir 1, 2, 3.000 Euro zahlen und du lebst wie ein König. Das Geld refinanzierst du wieder in Werbung. Einfach reinvestieren, reinstecken, Werbung schalten, neue Kunden gewinnen, Ding läuft. Boom, Kunden gewinnen, simpel halten, Idee zu Ende denken, Kunden kennen, ja. Und das bringt uns zum vierten Schritt. Wenn du kein Geld oder keine Ahnung hast für Ads, dann schaltest du einfach keine Ads, sondern machst einfach Social Media. Du postest in Facebook-Gruppen, du machst Instagram-Bilder jeden Tag, du machst ein YouTube-Video jeden Tag. Hey, das ist das Einfachste auf der ganzen Welt, dein Handy zu nehmen, hinzuhalten und zu sagen, hallo, ich bin der Hans und ich mach dich fit. So, und das machst du einfach ein Jahr lang jeden Tag einmal. Boom! Hast du 500, 5.000, vielleicht sogar 50.000 Follower und die wollen was kaufen von dir. Wenn ich jemandem im Internet folge, und den finde ich geil und der sagt mir, ey, ich habe hier was anzubieten, was dir hilft. Und wenn ich den doch geil finde, dann will ich doch was von dem kaufen, wenn das mein Problem löst. Also musst du auch, wenn du einen YouTube-Kanal hast, den Leuten was anbieten, weil sie wollen ja auch was haben. Und wenn du YouTube-Videos und so weiter drauf hast, und wenn du Geld hast oder wenn du gar nicht erst YouTube-Videos machen willst, machst du einfach Facebook-Werbeanzeigen. Facebook-Werbeanzeigen bedeutet, dass du eine Werbeanzeige jemandem zeigst, der als Kunde in Frage kommen könnte, der klickt auf die Werbeanzeige, kommt in einen Funnel, wo er entsprechend was Kostenloses oder was Günstiges bekommt und dann bekommt er ein noch teureres Angebot im Anschluss und ein noch teureres im nächsten Schritt wieder. Und da muss einfach nur am Ende des Tages, wenn du 10 Euro in Werbung reinsteckst, 10 Euro wieder rauskommen, was du an dem Tag gemacht hast als Umsatz und dann kannst du von den 10 Euro am nächsten Tag die 10 Euro Werbung finanzieren. Dann machst du einfach ein Plus- und Minus-Null-Geschäft, aber du kriegst jeden Tag neue Aufmerksamkeit, neue Kunden, denen du danach eine E-Mail schicken kannst, die sagen, oh shit, geil, von dem kaufe ich jetzt dies oder das auch noch und dann hast du Gewinne. Fünfter Schritt, Gewerbe anmelden. Ich habe das vorhin schon kurz in dem Livestream gesagt, da waren wir auf YouTube noch nicht da. Ich kriege so oft die Frage, Manuel, was für eine GmbH oder UG muss ich gründen oder wie ist das eigentlich mit dem Gewerbe? Muss ich da einen krassen Gewerbe anmelden? Nein, du musst keinen krassen Gewerbe anmelden. Das Einzige, was du machen brauchst, ist, du gehst zum Gewerbeamt, sagst, hallo, ich mache jetzt Internetmarketing und entweder, wenn du sagst, ich mache Dropshipping, ich verkaufe Produkte über einen Webshop oder du sagst, ich mache einfach Online-Marketing für mich und für andere als Agenturdienstleistung oder ich mache Coachings oder dies, das bei mir steht in meiner Gewerbeanmeldung steht Coaching. Steht nicht mal was von Marketing oder sowas, steht einfach nur Coaching. So, fuck this shit. Gehst einfach hin, 20 Minuten, 20 Euro, gehst wieder nach Hause, zerreißt das Ding, wirfst aus dem Fenster, sagst ficken und machst Business.
Und dann machst du Folgendes. Du gehst zum GmbH für Anfänger Anmeldeamt und sagst, fickt euch alle, ich brauche keine GmbH, um anzufangen, sondern ich mache einfach eine Website, ich gewinne Kunden, ich mache Geld und erst wenn ich 40.000 Euro Gewinn oder mehr pro Jahr mache, brauche ich eine GmbH aufgrund der steuerlichen Vorteile. Und bis dahin muss ich nicht mal wissen, was GmbH ausgeschrieben bedeutet. Also einfach anfangen, Website, Kunden gewinnen, loslegen und den ganzen rechtlichen Scheiß erst einmal zur Seite werfen, solange du nichts mit irgendwie, was weiß ich, Antrax verkaufst oder Kali. Ist rechtlich, ist erstmal scheißegal. Erstmal langsam machen, erstmal mit dem ganzen Kram und überhaupt erstmal Kunden gewinnen und Steuern sparen, könnte ich sofort ausrasten, wenn mir Leute sagen, ich mache jetzt Online-Business, ich will nächste Woche meine Website bauen, wie soll ich denn Steuern sparen? Ficken Steuern sparen, mach erstmal Umsätze, bevor du Steuern sparst. Und wenn du dann Umsätze hast, dann, bevor du irgendwann so viele Umsätze machst, dass du damit ins Ausland gehst, weil es da eben noch besser zu sparen geht. Also bitte, mach dir keinen Kopf, sondern wenn du am Anfang stehst, dann mach dir einfach eine scheiß Website, ein Instagram, ein YouTube, Werbeanzeigen, du hast ein Produkt, kennst deinen Kunden und führst ihn ans Ziel. Boom! Und wenn du das dann ein paar Mal verkauft hast, dann kannst du anfangen, dir um die anderen Sachen im Kopf zu machen. Das bringt uns zu Punkt Nummer 6, Produkt. Du musst doch wissen, was du verkaufst. Dropshipping, du nimmst einfach Produkte, die gut laufen, auf Amazon, auf Ebay, auf AliExpress, wo auch immer, nimmst die und packst die in deinen Shop rein. Wenn du Expertenbusiness machst, Fitnesscoachings oder sonst was, das Geilste, was du machen kannst, ist das Problem für jemanden zu lösen. Im Fitnessbereich geht's nicht. Im Marketingbereich zum Beispiel, was wir unheimlich gerne machen, ist, wir bauen für Leute das Marketing auf. Kostet dann natürlich nicht nur 500 Euro, sondern deutlich mehr, aber der das bei uns kauft, der weiß, okay, in 3 Monaten steht mein Online-Marketing so krass, ich werde berühmt und kriege Kunden über das Internet. Boom, Punkt, Ende. Und die zweite Sache, wenn du kein Done For You machen kannst, dann machst du eine Ausbildung. Das heißt, du machst 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate Ausbildung in deinem Thema, wo du denen hilfst, ja? Oder du hilfst denen in irgendeiner Form, mäßt irgendwie, was auch immer, hilfst du denen einfach, dass das ein umfangreiches Paket ist und nicht ein kleines und dann verkaufst du das nicht über die Website, sondern am Telefon. Ja, aber Manuel, dann ist es überhaupt kein automatisiertes Business. Ja, aber hallo, wenn du einmal im Monat was für 1.000 Euro nicht automatisiert verkaufst und dafür irgendwie 2 Stunden am Tag aufbringen musst und davon leben kannst, dann ist das ein ziemlich entspanntes Business, finde ich. Und wenn du es dann hinkriegst, dass du es für 2.000 oder 3.000 verkaufst und dann einmal pro Woche dafür, dass du 2 Stunden am Tag arbeitest, holy fuck, dann machst du gerade 10.000 Euro im Monat. Indem du eine Website hast und ab und zu ein bisschen telefonierst. Come on, let's be real, das ist das geilste Geschäftsmodell überhaupt, ist einfach teure Sachen anzubieten für Leute, die bereit sind, viel Geld auszugeben dafür, dass sie eine komplette Lösung bekommen für ihr Problem. Und die Alternative ist natürlich Dropshipping. Da machst du dir einen Webshop, schaltest Werbeanzeigen drauf und ab dafür. Videokurse gibt es natürlich auch noch, ja, kannst du auch machen, aber von Videokursen zu leben, einfach so, ja, ich mache jetzt Online-Marketing, Thomas, der Geschäftsführer der Agentur steht da drin, Thomas. Was? Ich mache jetzt Online-Marketing. Was sagen die Leute? Wie sagen die das? Ich mache jetzt Online-Marketing. Wie sagen die das? Ja, die sagen, ich mache jetzt Online-Marketing, sagen die. Wie sagen die das? Ich mache jetzt Online-Marketing. Genau. Und es klappt halt nicht, weil es ist nicht einfach, Online-Marketing zu machen. Es dauert Jahre, bevor man das drauf hat. Hey, hat jemand von euch mal gelernt, Klavier zu spielen? Das erste Mal, als ich gesagt habe, ich lerne jetzt Klavier zu spielen, bin ich danach schreiend und weinend gleichzeitig aus dem Fenster gesprungen und habe mich im Flug auch noch einfach entschuldigt bei allen Menschen, an denen ich vorbeigeflogen bin, dafür, dass es so scheiße klang. Wie will ich denn erwarten, dass wenn ich mir einen Videokurs kaufe, ich sofort der krasseste Online-Marketer bin? Bin ich nicht. Ich muss dafür jahrelang mir den Arsch aufreißen, wie mit allem anderen auch. Hey, ich bin dick, ich weiß genau, wie man abnimmt, aber ich muss es machen. Und obwohl ich weiß, wie es geht, auch bei Online-Marketing, obwohl andere Leute vielleicht sogar wissen, wie es geht, muss man es erstmal umsetzen. Das heißt, zwischen da, wo du vielleicht gerade bist und da, wo du vielleicht irgendwann sein willst, steht, dass du das alles erstmal richtig krass lernen musst jahrelang und dann auch noch richtig krass umsetzen musst jahrelang und dann wirst du vielleicht irgendwann von deinen Videokursen leben können. Also verabschiede dich bitte von der Idee, Videokurse zu verkaufen, fang an, hochpreisige Ausbildungen oder Dienstleistungen zu verkaufen. Oder mach einfach Dropshipping, weil das kannst du viel besser skalieren und es ist viel leichter zu verkaufen im Internet. Freunde, wir haben so viele Sachen schon gemacht und wir sind mit so vielen Sachen sind wir auf die Schnauze geflogen, wir sind mit so vielen Sachen erfolgreich gewesen und das Ergebnis von all dem sind 2 Sachen, die ihr euch richtig fett hinter die Ohren schreiben könnt. Erstens, wenn du Online-Business startest, machst du entweder hochpreisige Dienstleistungen oder zweitens, wenn du ein Online-Business startest, machst du Dropshipping. Eins von den beiden suchst du dir aus, alles andere ist Bullshit. 7. Schritt. 2 Jahre lang einfach dran bleiben. Ich habe noch einen geheimen 8. Schritt, den sage ich euch gleich. Aber der 7. Schritt, einfach fucking 2 Jahre lang dranbleiben.
Und wenn es nach 2 Jahren nicht läuft, dann einfach nochmal 2 Jahre dranbleiben. Und bitte nicht den Job kündigen, ey Chef, fick dich, ich mache jetzt Online-Marketing. Bullshit. Einfach weiterarbeiten und abends parallel das Business aufbauen. Und dann, nach 2 Jahren, wenn es nicht läuft, kannst du nochmal sagen, okay, ich habe jetzt 2 Jahre probiert, es läuft nicht. Irgendwas muss ich anders machen als vorher. Dann machst du was anders als vorher, machst das wieder 2 Jahre lang. Und wenn es dann immer noch nicht läuft, dann bist du vielleicht einfach blöd. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du es 2 oder 4 Jahre machst und es läuft nicht, dann bist du nicht blöd, sondern bist du der Durchschnitt, dann bist du normal. Es dauert jahrelang, in irgendwas krass zu werden. Ich bin nicht schöner, nicht intelligenter, ich bin als andere Menschen, ich bin aus einem ganz normalen bürgerlichen Verhältnis aufgewachsen. Meine Mutter war hochverschuldet, als ich aufgewachsen war. Meine Mom und mein Dad haben sich scheiden lassen. Ich bin ein ganz normaler, dicker Dude, der nicht mehr auf dem Kasten hat als andere. Der einzige Unterschied zwischen mir und anderen Menschen ist, dass ich schon arbeite, während sie noch schlafen und dass ich noch arbeite, während sie schon schlafen. Das ist der einzige Unterschied, meine fucking Arbeitsmoral, dass ich bereit bin, dick zu sein, dafür, dass ich meine Energie nicht in mein Gewicht stecke, sondern in meine Arbeit. Bereit bin, nicht so viele irgendwie die ganze Zeit Freunde mit PlayStation spielen zu machen, sondern dass ich einfach mir den Arsch aufreiße, um meine Business auszubauen. Das ist der einzige Unterschied, ist, dass ich die Scheißarbeit reinstecke und zwar nicht seit 2 Wochen, sondern seit Jahren. Und wenn ich irgendwas in meinem Leben anfange, dann erwarte ich nicht, dass ich eine Woche später der krasseste Motherfucker bin, sondern dann erwarte ich, dass ich mir 2 Jahre lang den Arsch aufreißen muss dafür, bis es irgendwann funktioniert. Und genau das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Reißt euch 2 Jahre lang den Arsch auf, bis es funktioniert. Und wir sehen uns beim Marketingfest. Das ist nämlich der Tipp Nummer 8. Beim Marketingfest werden wir euch viele Wege vorstellen. Tobias Beck ist da, Maxim Mankiewicz ist da, Marc Eggers ist da, Patrick Reiser ist da, ich bin da, Andreas Baulig ist da, Jarvid Nyazi Hoffmann ist da, Flo Marco ist da. Wir haben so viele coole Leute da, dass ich gar nicht dazu komme, alle aufzuzählen. Seid beim fucking Marketingfest mit dabei. Kommt persönlich auf mich zu und sagt, Manuel, ich muss ein Online-Business aufbauen. Was ist der eine Tipp, den du mir geben kannst, damit es funktioniert? Und dann nehmen wir uns einfach mal ein paar Minuten Zeit, um miteinander zu quatschen. 2 Fragen machen wir hier. Was haben wir? Mhm. Der Mario stellt eine Frage. Und zwar hat er jetzt gestern den Shop fertig gebaut und fragt nach der perfekten Facebook-App. Die perfekte Facebook-Ad, die muss für den Kunden bedeuten, dass wenn er klickt, er etwas bekommt, ohne etwas zu geben. Gratis XY, nur heute. Und die zweite Frage, ja, was für einen Tipp du hast, um das nebenberuflich aufzubauen? Einfach den ganzen Tag lang das machen, was du hauptberuflich machst und nebenberuflich einfach weniger schlafen als vorher, mehr hustlen als vorher, dir ein Vorbild suchen, einfach nachmachen, was der macht, nicht nur gucken, was sagt er in seinen Videokursen oder in seinen Videos auf YouTube oder so, sondern auch beobachten, wie und was macht er. Hier Kollege mit dem, wie sieht die perfekte Ad aus, schau dir einfach mal Ads an. Boom, wenn du eine Ad findest, die meinetwegen 500.000 Likes hat, dann weißt du, dass die scheiß Ad geil ist, sonst hätte die nicht 500.000 Likes. Schau dir einfach mal geile Werbeanzeigen an. So, YouTube. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir ein Like da, einen Daumen nach oben, lasst mir einen Kommentar da, stellt mir eure Frage, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und abonniert den Kanal und verpasst kein Video jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, wie immer, alles Gute, viel Spaß und ciao.